Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gun Home. So, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen hier, naja, weiter umgesehen, gruselige Geräusche gehört, das haben wir schon gelesen. Die Untertitel hatten einen kleinen Bug. Aber ich habe gerade mal geschaut, es geht wieder. Katie, bitte sag Mom und Dad, es tut mir leid wegen dem Zeug, das fehlt. Sam. Ja, Sam hat anscheinend Scheiße gebaut. Lag da nicht gerade noch ein Zettel drin? Naja. Wollen wir mal gucken. Was konnten wir? Das konnten wir auch nicht lesen, ne? Also konnten wir schon, aber ich hatte keinen Bock, das zu übersetzen. Von daher. Hey Lonnie. Lonnie. Was zur Hölle? Also, wenn du heute Nachmittag immer noch zu mir nach Hause kommen willst, wäre das cool. Ich kann fahren. Es ist zwar etwas weit, aber ich kann dich dann auch zurückfahren. Also ist das hoffentlich in Ordnung. Schreib zurück und wirf das in meinen Spind, wenn du noch willst. Und wir treffen uns dann auf dem Parkplatz nach der 6. Samantha. Oh ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Bis dann bei dir. Dann werde ich dir in den Hintern treten. Mach dich bereit. Lonnie. Du? Okay, alles klar. Da war zu. Da hatten wir noch was. Katie, bitte, egal was du auch gefunden hast, erzähl Mom und Dad nichts. Der Dachboden. Dachboden. Ach ja, wir sind noch im Erdgeschoss. Da wird man jetzt nicht sonderlich gut auf den Dachboden kommen. Oh Gott, ich hasse dieses Spiel. Vor allem hier bei mir ist es noch hell. Also. Aber diese Geräusche die ganze Zeit und ich weiß einfach nicht, was mich erwartet. Ich weiß es einfach nicht. Gewitter. Ordner öffnen. Aufgabe lesen. Was? Der Fortpflanzungsapparat, Arbeitsblatt 6. Name Samantha Greenbrier. Datum 9.9.1994. Aufgabe: Unten stehen zwei Geschichten. Die Abfolge ist in beiden durcheinander geraten. Nimm dir ein blattliniertes Papier, wähle eine der beiden Geschichten aus und schreibe sie neu. Beginne mit dem Titel und deinem Namen. Finde einen Einleitungssatz, mit dem du deinen Absatz beginnen willst. Orte die folgenden Sätze chronologisch. Stell sicher, dass der letzte Satz eine gute abschließende Aussage ist. Okay, das will ich. Was? Ihr Herz stolpert vor Freude, die Eizelle löst sich vom Eierstock. Sie wandert durch. Was zur Hölle? Nein! Ach, verdammt. Ne, ihr habt ja jetzt hier, ne? Könnt ihr ja pausieren, wenn ihr das unbedingt lesen wollt. Bitteschön. Was? Okay. Okay, hier ist doch schon ein bisschen, ja, nicht unbedingt bedrohliche Musik, aber so ein Ding suche ich noch für die Küche. Aber du findest einfach nirgendwo was Vernünftiges. Und wenn doch, wollen sie da irgendwie 300, 400 € für haben. Ich meine, es. Okay, aber es ist mir ein bisschen viel. So. Büro von Donald Fripps, Herausgeber Mercury Books. Mein Gott, was ist denn los mit mir im Moment? Montag, 8. März 1976. Sehr geehrter Terence Greenbrier, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Mercury Books sich leider nicht imstande sieht, ihren Nachfolger zu ein ganz normaler Geächteter zu verlegen. Trotz der geringen Verkäufe von Ein ganz normaler Retter haben wir das zweite Buch veröffentlicht, in der Hoffnung, dass die John Russell-Serie könne populär werden. Allerdings waren die Verkäufe noch geringer als die des ersten Buchs und deshalb muss unsere Verantwortung für die Serie hier enden. Es war uns eine Freude, mit Ihnen als Herausgeber zusammenzuarbeiten und wir wünschen Ihnen und John Russell alles Gute für zukünftige Unternehmungen. Mit besten Grüßen, Donald Fripps, Herausgeber Mercury Books. Gut. Was war das? Ach so, ein Handtuch. So weit, so schlecht. Hier passiert doch jetzt irgendwas, ne? Tür zu! Aha. Wir haben im ganzen Haus noch
Brief lesen gleich. Ja. Gut, Brief lesen, lesen jetzt. Samantha, bitte gib das deiner Mutter. Janice, es freut mich, dass Danny euch in eurem neuen Haus besuchen durfte. Er ist sehr traurig darüber, dass seine alte Freundin Samantha nicht mehr nebenan wohnt. Danny hat gefragt, ob er Samantha sein Nintendo Street Fighting Spiel leihen darf. Und ich habe es ihm erlaubt. Er soll sowieso nicht mehr so viel Zeit mit diesem Kram verbringen. Also keine Eile beim Zurückgeben. Sag Samantha, dass sie uns auch gerne jederzeit besuchen darf. Mit besten Grüßen, Mary Schutz. When you live in one place your whole life, your next door neighbor is kind of like your default friend. And Daniel only got weirder over the years. So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore. But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call. Okay. Also, das, was wir hier aufklären müssen oder herausfinden müssen, hat auf jeden Fall irgendwas mit dem Dachboden zu tun. Ganz ehrlich. Lernbuch. Nein. Aber was? Aber was? So. Gut. Vielleicht sollen wir jetzt aufgrund der... Waren wir da hinten schon drin? Aufgrund der ganzen Notizen und so, was wir gefunden haben. Einfach mal auf den Dachboden. Ich weiß gerade echt nicht. Doch, hier waren wir schon drin. Gut. Auf den Dachboden gehen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was uns da erwartet. Das hatten wir schon. Da waren wir auch schon drin, ne? Jo, hier war der drehende Stuhl. Ich weiß auch nicht, ob dieses Spiel jetzt mit Jumpscares daherkommt oder... Oder nicht. Da, ja. Ne, merkst du. Oh Mann. Gut. Dann würde ich sagen... Ab nach oben. Was haben wir da? Zeitungsausschnitt lesen. Kontrollierter Waldbrand geplant für Boone County. Für den größten Teil der nächsten Woche werden Rauchschwaden über den Nordosten von Boone County zu sehen sein. Grund dafür wird ein vom Forstamt kontrollierter Waldbrand in den überwucherten Gebieten des Flintlock National Forest. Flintlock National Forest sein. So. Forstarbeiter bereiteten das Gebiet schon seit Monaten vor. Laut dem Forstamt wird der Brandeinsatz zwischen 8 und 17 Uhr am Montag, Dienstag und Mittwoch stattfinden. Möglicherweise auch noch am Donnerstag, sollte es etwas langsamer vorangehen als geplant. Der Waldbrand wird nicht nur tote und überwucherte Vegetation entfernen, die in den trockeneren Monaten zu Großbränden führen kann. Es wird auch als wertvolle Übung für die Forst- und Feuerwehrmitarbeiter dienen, meint Oberforstbeamtin Janice Greenbrier. Gut, was war das noch? Das war Kartenspiel. Ah, machen wir erstmal Licht an hier. So, hier auch. Dann ist es auch gleich nicht mehr ganz so schlimm. Kann privaten Kalender lesen. Wochenplaner. Montag, Pärchenbowling. Mittwoch, Kochkurs, Schürze mitbringen. Freitag, Gesellschaftstanz. Montag, wieder Pärchenbowling. Ich sehe immer das Gleiche. Mittwoch, Kochkurs, Freitag, Gesellschaftstanz. Was ist denn los hier, ey? Das große Menü für Terry und Sam kochen. Okay. Interessant, nicht wirklich. Formular. Mitteilung über befristeten Personaltransfer Bruce Pendleton, Leiter der Personalabteilung Landesforstamt. Zur Unterstützung beim vorgesehenen kontrollierten Brand wird am 2.9.94 ein Ranger mit Erfahrung in der Prozedur zum Flintlock National Forest überstellt. War das nur ein Blitz, ne?
Überstell. Siehe beigelegte Personalakte. Die leitende Beamtin an der Flintlock Forest Station, Oberforstbeamtin Janice Greenbrier, wird mit der Aufsicht des überstellten Personals beauftragt. Die Dauer des Transfers wird auf einer Leistungsbewertung sowie der Empfehlung der leitenden Beamtin beruhen. Mit freundlichen Grüßen, Bruce Pendleton, 4.8.94. Ganz langsam umdrehen, da ist nichts. Oh, verdammt, ey. Brad Mobile? Putty Mouth? Für Sam. Ey, cool, guck mal. Ha! Oh. Ah, das sind die... Was steht da? You're gonna... Für Sam? You're gonna like this one. Gut. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Huh. Okay. Radiation Area. Keep out. Das wird anscheinend... Sam, lass mich immer das Licht im ganzen Haus an. Bist schlimmer als deine Schwester. Mhm. Daniel hat nochmal angerufen, will sein Nintendo-Spiel zurück. Daniel hat angerufen. Was haben wir hier? Ein streng formuliertes Formular. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich, Samantha Greenbrier, bin 17 Jahre alt und von daher ein unabhängiges, voll funktionsfähiges menschliches Wesen. Die Tatsache, dass ihr mir immer noch verbietet, allein in die Stadt zu gehen, ist ehrlich gesagt geradezu lächerlich. Man vergleiche mit Katie, die nur 3 Jahre älter ist als ich und der ihr trotzdem erlaubt, allein über den Ozean zu einem anderen Kontinent zu reisen. Ich möchte einfach nur einen Abend allein in einer vollkommen sicheren Stadt verbringen, wie ein menschliches Wesen. Und da ihr euch vielleicht erinnert, dass ich jetzt mein eigenes Auto habe, könnt ihr mich auch nicht wirklich aufhalten. Mit allerfreundlichsten Grüßen, eure Tochter Samantha. Yeah. Okay. Okay. So. Gott. Was haben wir da? Schublade öffnen. Kassette nehmen. Kassette einlegen. Und go. We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool, cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, cool schmuck. Ja, gut, ist, Entschuldigung. Ist nicht so mein Geschmack, Ja, wenn ihr es hören wollt, könnt ihr ja mal googeln. Irgendwo gibt es das bestimmt. Codes lesen. Chun-Li-Attacken, Fireball. Links halten, rechts Schlag. Lightning Kick, Tritt, 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 Tritt. Helikopter-Kick, unten runterhalten, hoch und Tritt. Air Stomp, runter, mittlerer Tritt. Was war das? Achso. Okay. Achso, das haben wir gerade. Modul nehmen. Oh! Ne! Wo ist die Konsole? Was haben wir da? Oliver Twist, Emma, Ben-Hur, das Dschungelbuch, Entschuldigung, Frankenstein, Metamorphosis, War of the Worlds, Krieg der Welt. Leute! Verdammt! Eingeben. Ja, keine Ahnung, ob das irgendwas mit dem Zahlenschloss zu tun hat.
Bubdi-bubdi-bu. Brettspiel? Nein. Kapitel lesen. Ja, das ist dieses Kinderbuch. Warte mal, ich mach's euch mal hier so. Bitteschön. Das Kinderbuch, was wir in der letzten Folge gelesen haben. Oh Mann, Sam hatte das schon in der vierten oder so. Ha, cool. Huch. Die Bibel. Gott. Halsband? Mieze. Aha. Tafel. Samantha. S steht für strebsam. A steht für attraktiv. M steht für mutig. A steht für aufrichtig. N steht für nett. T steht für treu. H steht für hilfsbereit. Und A steht für aufmerksam. Okay. Alles klar. So. Da war nichts mehr. I want to believe. Okay. Steggy. Stelly. Wie auch immer, ein kleiner Stegosaurus. Steggy, da steht's doch. Da. Schublade öffnen. Groove. Ja, könnt ihr auch lesen, wenn ihr daran interessiert seid. Finde ich jetzt... Millet. Pacific Institute of Art. Ausstellung. 19. August bis 13. November 1991. Das war schon. Das haben wir leider verpasst. Das ist eine Broschüre. Gut. Ah. Goodfellow High School. Disziplinarischer Verweis. Name Yolanda De Soto. Klasse 12. Datum 20.10.1994. Mr. Benchley sah Mrs. De Soto ein T-Shirt mit einer unakzeptablen Darstellung auf der Vorderseite tragen. Eine große Bierdose mit der Aufschrift Pabst Blue Ribbon. Weiß. Mrs. De Soto wurde daraufhin zum Büro des Vertrauenslehrers geschickt. Mrs. De Soto erhielt die Möglichkeit, ihr T-Shirt auf links zu ziehen, es gegen ein T-Shirt aus ihrem Sportschrank zu tauschen oder für den Rest des Tages der Schule verwiesen zu werden. Mrs. De Soto entschied sich für den Verweis. Ihr Vater wurde angerufen, war jedoch nicht zu erreichen. Das gab keinen Anrufbeantworter. Mrs. De Soto muss dieses Schreiben morgen von ihrem Vater unterzeichnet zurückbringen. Aber warum ist das bei uns? Warum liegt da eine Socke? Da lag noch eine, okay. Oh, Brief. Zettel lesen. Name Samantha Greenbrier, Klasse 11, Lehrkraft Fletcher, Stunde 5. Thema Werken. Aufgabe Metallbearbeitung, Gravur, Note C-. Bemerkung. Keine schwierige Aufgabe. Metalltafel für Familienporträt, angemessen, aber nicht komplex. Als ich sagte, Mom und Dad sollten durch die Namen der Eltern ersetzt werden, meinte ich nicht, sie einfach darunter hinzuzufügen. Akzeptabel geschliffene Ecken zeigt mehr Stolz auf deine Arbeit. Yeah. Broschüre? Nope. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ist natürlich die... Oh. Notiz lesen. Hey Sam, möchtest du mit mir nach der Schule Pulp Fiction im Kolosseum sehen? Ansehen? Der Film kam letzte Woche raus und Todd kann einfach nicht aufhören, davon zu erzählen. Also ist er entweder gut oder wir können uns danach über Todd lustig machen, weil er ihn mag. Meine Mom kocht vermutlich heute Abend mal Abendessen. Aber ich kann mich bestimmt davor drücken. Welche Zeit? Außerdem soll der Film nicht richtig gewalttätig sein? Muss ich da kotzen? Laut Todd ist er schon ziemlich hart. Ich glaube, Uma Thurman kriegt eine Heroinnadel ins Herz gerammt. Das ist also eher witzig. Und irgendwas mit Cheeseburgern kommt vor. Todd kommt vielleicht mit, um ihn nochmal zu sehen, wenn das in Ordnung ist. 7.15 Uhr, okay? Nicht kotzen, alles klar, bis dann. Yeah, das... Kotzender Burger. Cool. So, hier haben wir noch ein Badezimmer.
Hier haben wir nichts. Warte mal, Licht. Wild Color. Red Right Hand. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dyeing hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. But that's when she said, you're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited, and the moment was gone. Okay. Gut, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben 1017. 1017? Nein. Das habe ich gar nicht drauf geachtet, ob wir irgendwo vielleicht einen Code haben oder so. Das ist nichts. Aber vielleicht auf der Rückseite? Nein. Alter, was ist denn hier los? Magazin. Ah! Mann! Wo kriegen die denn? Wo gibt es denn jetzt diesen Code? Code. Und jetzt? Rückkehr der Abenteuerkatze. Ja. Genau so und nicht anders. Gut, ich würde einfach sagen, hier ist jetzt vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Spaß und ein bisschen Durchhaltevermögen. Vermögen, Gott. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.